Heute im Studio Aline Aboud und Jens Rieber. Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend auch von mir. Frischer Wind macht ja bekanntlich nicht nur den Kopf frei. Manchmal sorgt er auch dafür, dass Köpfe aneinander geraten. So wie jetzt. Wenn es darum geht, ob es künftig in Nord und Süd unterschiedliche Strompreise geben sollte. Das hatten die norddeutschen Bundesländer vorgeschlagen. Ihr Argument, wenn ich dort lebe oder meine Firma habe, wo die meiste Energie produziert wird, dann soll sie doch dort auch am günstigsten sein. Und damit hatten sie vor allem die Windkraft im Kopf. Das konnte der Süden natürlich nicht auf sich sitzen lassen und pochte heute gemeinsam auf weiterhin einheitliche Preise. Und er verwies auf seine wirtschaftliche Stärke, die ansonsten gefährdet sei. Über die Diskussion um billige und teure Energie berichten Fabian Siegel und Tim Diekmann. Flüssiges Aluminium, 720 Grad heiß. Daraus entstehen sollen Bauteile für die Autoindustrie. Das Pressen der Teile ist stromintensiv. 3 Gigawattstunden pro Jahr verbraucht diese Gießerei im baden-württembergischen Winterbach nach eigenen Angaben. Das gehe jetzt schon ins Geld, sagt der Geschäftsführer. Die aktuellen Strompreise belasten uns unheimlich stark. Ist ein sehr großer Anteil eigentlich am Umsatz, am Rohertrag letztendlich. Und durch diese brutale Belastung waren wir immer weniger wettbewerbsfähig. Auch die Mitarbeiter machen sich Sorgen. Ich habe Angst um meinen Job, dass er verloren geht aufgrund der Situation. Schon bald könnten die Unternehmen im Süden für Strom noch mehr zahlen. Zumindest wenn es nach den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Norden geht. Denn diese fühlen sich benachteiligt. Die Strompreise in Deutschland sind ungerecht. Wir hier im Norden produzieren die grüne Energie zum Beispiel aus großen Windparks, schicken sie in den Süden und dort sind die niedrigen Strompreise. Und bei uns, wo die Belastung ist, da zahlen die Bürgerinnen und Bürger die höchsten Strompreise. Schuld ist das sogenannte Stromnetzentgelt, mit dem die Netzbetreiber Investitionen auf die Kunden umlegen. Und im Norden und Osten gab es bisher eben deutlich mehr Investitionen in die erneuerbaren Energien. In Zahlen heißt das, bei einem Beispielverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr zahlen Kunden in Mecklenburg-Vorpommern 479 Euro Netzentgelt, in Schleswig-Holstein sogar 507 Euro. In Bayern sind es dagegen nur 321 Euro und in Baden-Württemberg 351. Schon seit vergangenen Herbst fordert der Norden deshalb mehr Fairness durch unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland. Sie wollen solche Strompreiszonen nicht hinnehmen. Ein Sextett der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten im Süden und Westen erteilt der Idee heute früh vor der Bundesratssitzung in Berlin eine klare Absage. Wir werden jedenfalls mit aller Kraft dagegen arbeiten, dass so etwas geschieht. Das wäre nur zum Nachteil der Republik. Wir sind ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Und es wäre ja ein Witz der Geschichte, wenn die starken Regionen im Süden und im Westen sozusagen dadurch in Nachteile gerieten. Denn ihre Länder seien die, in denen viel Industrie angesiedelt ist. Und Verständnis beim Bundeswirtschaftsminister. Eine Einführung von Strompreiszonen schlage zwar auch die zuständige EU-Agentur vor, sie werde aber frühestens für 2030 ein Thema. Ja, diese Debatte gibt es. Und ich würde sagen, immer wieder, es gibt einen Prozess, der ist europäisch, an dem werden wir mitarbeiten, aber es ist im Moment keine Debatte, die ich führe. Die mittelständischen Unternehmen im Süden fürchten trotzdem, dass die Strompreiszonen schon deutlich vor 2030 kommen könnten und ihre Ausgaben für Energie dann noch einmal drastisch steigen. Und über die Idee unterschiedlicher Strompreiszonen habe ich am frühen Abend mit der Energieexpertin des Deutschen Institutes für Wirtschaft, Claudia Kempfert, gesprochen. Guten Abend, Frau Kempfert. Guten Abend, ich grüße Sie. Was halten Sie denn von der Idee unterschiedlicher Strompreiszonen? Naja, ich sehe es eher kritisch, muss ich sagen. Man verspricht sich ja offensichtlich davon, dass die Strompreise auch überall gleich sind bzw. niedrig im Süden bleiben und im Norden sinken. Das wird so nicht unmittelbar aus unserer Forschungssicht stattfinden, weil wir sehen aus anderen Ländern, dass der Strompreis damit nicht automatisch sinkt. Viel wichtiger sind ja die Netzentgelte, die führen ja dazu, dass im Norden die Strompreise höher sind, wenn man mehr erneuerbare Energien hat. Und da wäre es besser, man würde mehr Gerechtigkeit
Gerechtigkeit schaffen und die anpassen, für alle gleich machen. Das heißt, dann würden im Norden eben auch die Strompreise sinken. Das ist ja offensichtlich der Wunsch. Wenn es jetzt umgesetzt werden sollte, befürchtet ja der Süden, dass die Industrie bei billigerem Strom dann in den Norden abwandert. Besteht diese Gefahr denn wirklich im großen Umfang? Naja, also ich sehe es jetzt nicht so, dass die Industrie im großen Umfang abwandert. Das wird man so auch nicht wahrnehmen können. Aber wichtig ist schon zu sehen, dass die erneuerbaren Energien die Strompreise ja senken und damit einen Standortvorteil ausmachen. Das sieht man ja auch an aktuellen Unternehmensentscheidungen. Die Unternehmen gehen dahin, wo viel erneuerbare Energien sind, wo der Strompreis auch niedriger sein kann. Aber dass jetzt die südlichen Industrien jetzt automatisch in den Norden gehen, das sehe ich nicht. Wichtig ist, dass endlich in den südlichen Ländern auch die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, damit dort der Strompreis auch sinken kann. Also hat der Norden gar keinen Vorteil von seiner günstigen Windkraft? Der Norden hat einen enormen Vorteil durch die günstige Windkraft. Sie kommt im Moment ja noch nicht unmittelbar mit Strompreisen an, weil die Netzentgelte eben unnatürlich hoch sind. Da kann man ran, aber natürlich sollte es so sein, dass die billigeren erneuerbaren Energien den Strompreis ja senken und das auch bei den Industrien, bei den Haushalten ankommt. Denn das ist ja genau der Vorteil der Energiewende, da wird es auch hingehen. Die Wirtschaft, die unter den hohen Strompreisen leidet, die freut sich doch über solche Debatten, oder? Naja, die Wirtschaft insgesamt leidet nicht unmittelbar jetzt nur durch Strompreise, sondern die leidet vor allen Dingen durch Bürokratie, Stau, lange Genehmigungsverfahren, ungenügende Fachkräfte, Infrastrukturen, die fehlen. Das ist so das eigentliche Zentrale. Die Strompreise, das wird ja im Moment auch diskutiert, sollen ja für manche Industrien gesenkt werden. Das halte ich auch für den falschen Weg. Wichtiger wäre, die Energiewende umzusetzen, damit die Strompreise zu senken und dann auch automatisch Vorteile für die Wirtschaft zu schaffen. Jetzt meckert ja der Süden im Länderfinanzausgleich. Gerade Bayern hören wir ja viel, dass sie ja überwiegend für den Norden bezahlen müssen. Und wir haben ja gerade darüber geredet, dass der Norden Stromprivilegien möchte. Könnte an dieser Debatte jetzt irgendwie die Energiewende scheitern? Na, ich denke nicht, dass an der Debatte wirklich die Energiewende scheitert. Sie ist ja im vollen Gang. Wichtig ist jetzt, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Vielleicht schafft man es, an diese Netzentgeltthematik ranzugehen, dass es gerechter wird, dass nicht nur im Norden hohe Strompreise sind durch höhere Netzentgelte, sondern dass überall gleich ist. Das heißt, im Norden würden die Strompreise sinken, im Süden etwas steigen. Aber es geht ja darum, dass die Energiewende überall umgesetzt werden muss, gerade auch im Süden, in Bayern, in Baden-Württemberg und überall. Das schafft Wertschöpfung, das schafft Arbeitsplätze und das müssten auch mittlerweile alle verstanden haben. Und darum sollte es auch insbesondere gehen. Vielen Dank, Claudia Kempfert.